So, wir haben 5 Uhr morgens. Wir fahren jetzt los von Matola Richtung Sizilien. Und die Fahrt hier soll jetzt 8 Stunden dauern. Dann sehen wir mal zu. Jetzt hier in der Gegend von Potenza, da gibt es so ganz tolle Berge. So, jetzt nähern wir uns Villa di San Giovanni, wo es dann rüber geht nach Sizilien. Da hinten am Horizont, das ist schon Sizilien. Die Fähre gerade weg. Oh, es geht aufs Schiff. Wir haben Glück, die Fähre liegt gerade hier.
wir sind jetzt auf der Fähre nach Sizilien. Und es wird ungefähr 20 Minuten dauern. Das sieht ziemlich nah aus, da hinten die Insel. Aber das ist voll weit weg. Also das ist richtig weit weg. Da wollen wir mal gucken. Also tschüss. Wir sind San Giovanni. Und da hinten ist Sizilien. Ein Blick von der Fähre auf Messina. Also wir wissen noch nicht, was das genau heißt. Das ist schon was Gutes. Ja, wir sind jetzt hier angekommen in Acque Dolce und wir wollen jetzt mal die Rosalie überraschen und mal gucken, wie die für Augen macht. Mal gucken wir mal wohl. Der Blick aus dem Fenster. Ja, die Bärendecke. Ja. 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 Ja.
Und dann fahren wir irgendwo aufs Land und dann wollen wir mal gucken, was wird. Aber erst später, am 9. So, jetzt sind wir hier in St. Agatha am Strand. Schön warm. Hier kann man erst abends hingehen, weil tagsüber haben wir 38 Grad und das ist ein bisschen warm und da geht man hier wirklich kaputt am Strand. Das Wasser ist richtig lauwarm. Auch JD hat wahnsinnigen Spaß. Jetzt noch mehr. Jetzt noch mehr. Weil Louis hat gefurzt. Ach, Louis hat gefurzt. Deshalb sind auch Schaum auf dem Wasser.
Ja, wir sind jetzt hier in St. Stefano. Das ist also eine Hochburg der Keramik und Terrakotta. Und hier wollen wir so ein bisschen umgucken. Oh, ich bin ja auch jetzt im Fernsehen. So, jetzt gehen wir in St. Agatha auf den Markt und lassen uns dort mal überraschen. Da hätte ich auch länger aushalten können. Olivenbäume, Apfelbäume, alles kann man hier kaufen. Kochpötte. Stoff- und Plastikblumen. Tücher. Also hier ist eine richtige Bodenstadt aufgebaut. Also so einen Markt findet man bei uns zu Hause sicherlich nicht. Ja. Die
Die haben hier fantastische Ortsnamen. Aque Dolci geht ja noch, aber Cruzu Ludu, sowas habe ich noch nicht gelesen. Hier auf dem Weg nach San Frantello gibt es unwahrscheinlich viel Gegend zum Gutfinden. Das ist San Frantello, das liegt oben auf der Bergkuppe drauf. Und dann haben wir hier noch so einen komischen Berg. Der besteht total aus Marmor. Während es in Aque Dolci richtig warm ist, um die 38 Grad, herrschen hier oben angenehme 26 und es geht auch ein leichter Wind. Hier kann man es echt aushalten. Wir wissen nicht, wer diese dicken Scheißehaufen überall hinterlässt, aber wir hören in den Wäldern immer Glockengebimmel. Ich nehme an, dass dort Kühe sind, die Glocken um den Hals haben. So, jetzt sind wir bis oben auf den Berg gefahren und parken jetzt hier auf so einem kleinen Parkplatz. Wir haben hier 26 Grad Celsius, also wesentlich kälter als unten im Tal. Und hier lässt sich wirklich gut aushalten. Wir machen hier eine kleine Rast und dann fahren wir wieder nach unten.